Unser Bodega ist ja ein traditionelles Familienunternehmen. Also es gibt uns schon seit 1792. Das Unternehmen wurde 1792 von Don José Pantaleon Hidalgo gegründet. Und sein Sohn hat die Manzanilla, also unser Produkt, unser Hauptprodukt, zu dem gemacht, was es heute ist. Also eins der bekanntesten Marken in diesem Gebiet. Wir produzieren aber nicht nur Manzanilla, wir sind im gesamten Sherry-Bereich tätig. Wir produzieren Oloroso, einen trockenen Sherry, sehr nussig im Geschmack. Aber auch der Creme, zum Beispiel der Creme Alameda, ein süßerer Sherry, der gerne als Aperitif, aber auch als Dessert getrunken werden kann, leicht gekühlt. Oder auch den Pedro Ximénez, was für die Leckermäuler, sehr süß im Geschmack, als reiner Dessertwein. Und ja, da sind wir halt sehr traditionell mit dem Solera Criadera-Verfahren noch tätig. Und ja, wir sind aber nicht nur traditionell, muss ich sagen, wir sind auch innovativ. Wir haben zum Beispiel, wir stellen Sherry-Essige her. Und da haben wir jetzt vor kurzem den ersten und einzigen Bio-Sherry-Essig der Welt hergestellt. Der kommt jetzt erst ganz neu auf den Markt. Wir sind in La Rioja tätig, wir haben eine Restaurantkette, also wir sind doch schon sehr innovativ auch dabei.